Anwesende. Als Gemeindepräsident hat man angenehmere und weniger angenehme Aufgaben. Heute ist sicher etwas vom Angenehmsten, das man machen kann, nämlich erfolgreiche Vereine, die irgendwo in der Schweiz aktiv waren, hier wieder das Interlaken-Untersee zu begrüßen. Und es gibt, da bin ich fast sicher, keine Vereine in der Schweiz, die von so vielen Asiaten bejubelt werden wie die Rassikon. Wir können begrüßen die Jodlerfreunde Alpenblick und das Oberländer Chörli, die vom kantonalen Jodelfest zurückkommen. Wir können begrüßen schon erste Turnerinnen und Turner, die von Biel zurückkommen. Und wir können auch begrüßen den FC Interlaken, der gestern in die zweite Liga aufgestiegen ist. Oh! Eine heroische Schlacht in Zollbrück, ich bin selber schauen. Stefan Graul tut noch schön etwas sagen zum FC. Merci vielmals. Liebe Damen, liebe Herren, ich möchte mich als erstes im Namen vom FC Interlaken, vom Vorstand, recht herzlich bedanken, dass wir da, uns haben dürfen anschliessen. Dass der Vereinskonvent und alle Organisatoren so flexibel gewesen sind, das noch einzuflechten, wie es halt so ist im Sport, haben wir nicht können rechnen, dass es damit so ist. Bis 10 Minuten vor Schluss war der Gegner eigentlich der, der aufsteigt. Und dann haben es unsere Jungs geschafft, wie wir es gehört haben, die heroische Schlacht, das Spiel noch zu kehren und so, dass wir jetzt wieder dürfen, Zweitliga spielen. In diesem Sinn recht herzlichen Dank und wünsche euch ein schönes Fest und Gratulation. Alle die, die super Leistungen gebracht haben. Merci vielmals. Dankeschön.